Hey Leute, was geht? Epoch hier und ja, heute zeige ich euch, wie ihr solche Flammentexte machen könnt. Wie ihr bereits seht, man kann es nicht nur bei Buchstaben machen, kann es überall machen, wo man möchte. Jetzt zum Beispiel hier bei meinem Logo. Dann habe ich es hier nochmal bei so einem random, keine Ahnung, so irgendwie sowas gemacht, nur zum Tutorial. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Ich weiß nicht, bei welchen Photoshop-Versionen das Ganze funktioniert. Ich habe die allerneueste, die CC 2015. Glaube ich jedenfalls. Ja, würde ich sagen, wir fangen mal an. Wir machen erstmal einen Buchstaben. Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal das B, weil das hat auch Kurven drin und nicht so wie das A, einfach nur gerade. Genau, also wir wählen uns erstmal diesen Pfad-Ersteller-Werkzeug aus hier. Zeichenstift heißt es. Würde ich jetzt nicht zustimmen, dass es wirklich ein Zeichenstift ist, aber okay. Wie ihr seht, ich lasse diese Kanten aus, weil die machen wir jetzt, wenn wir wieder hier zurückgekommen sind. Dann erscheint hier ein kleiner Kreis, dass wir dieses Gebiet hier geschlossen haben, aber es ist nicht so wichtig erstmal. Ja, wenn wir jetzt diese runden Teile hier haben wollen, dann drücken wir einfach, also wir halten die Alt-Taste gedrückt. Und dann entsteht hier so ein Dreieck, so ein geöffnetes, und dann ziehen wir einfach daran. Dann seht ihr, wir können hier die, ist einfach so beliebig bewegen. Lassen wir einfach die Maustaste los und können nun wieder die Alt-Taste drücken. Und diese einzeln so lang ziehen. Das machen wir einfach so lange, bis wir zufrieden sind mit dem Ergebnis. Und so natürlich nicht. Also es muss auch nicht ganz genau sein, aber ungefähr so. Weil sieht man dann eh nicht, wenn die Flammen so ein bisschen abstehen. So, da haben wir schon mal das Äußere. Und dann machen wir es einfach hier wieder. Zack, zack, zack. Wieder die Alt-Taste gedrückt halten. Dann wir so lang ziehen und passt eigentlich schon so. Und dann auch hier wieder. Zack, zack, ich will das Tutorial doch eigentlich ziemlich kurz halten. Und dann seht ihr, wir haben jetzt diese ganzen Pfade hier erstellt. Und jetzt müssen wir einfach nur auf Filter, Renderfilter und Flamme. Also wenn ihr viel mit diesem Pfadwerkzeug macht, dann kann es sein, dass da eine Fehlermeldung kommt. Dann müsst ihr einfach auf OK klicken. Das sagt nur, dass da nicht alles angezeigt werden kann und dass die Vorschau ein bisschen buggt. Und ja, aber hier passt alles. Sieht doch eigentlich ganz nice aus. Da könnt ihr auch hier die Länge und so weiter einstellen. Bei Flammentyp habe ich den zweiten genommen. Ihr könnt natürlich auch rumexperimentieren. Aber der zweite ist meiner Meinung nach der beste. Sieht am besten aus. Und wir können auch ein bisschen übertreiben. Ja, ist zu viel. Mal gucken. Ja, so ist eigentlich perfekt. Dann klicken wir einfach auf OK. Dem wird es hier schnell gerendert. Kann je nach PC etwas länger dauern. Aber gleich ist es auch schon fertig. Und von daher können wir die Ebene ausblenden. Und ihr seht, ach ja, wenn ihr die Pfade weg haben wollt, dann geht einfach hier auf das Minusteil. Zieht so einen Kasten, das alles ausgewählt ist, und drückt einfach auf die Delete-Taste. So, und habt ihr schon euer süßes, sexy B. Und ich will mal kurz gerne vergleichen, wie das davor aussah, dass ich für das Tutorial gemacht habe. Ja, du hast einfach die Länge etwas höher gemacht, wahrscheinlich auch die Breite. Aber ist auf jeden Fall nice. Und also ich glaube kaum, dass es dafür noch Fragen gibt. Wenn ihr bei Filter, Renderfilter, Flamme das nicht habt, dann habt ihr nicht die aktuellste Version von Photoshop. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ciao.